habe ich halt die Loyalitätsprüfung immer noch nicht gemacht. Ah ja, was haben wir denn hier? Die Sterne, ach so, ja. Oh mein Gott, es sind noch so viele. Okay, zu, okay. Mhm. Den Gewölbezugang untersuchen, das wollte ich doch haben. Wo ist das? Das ist da. What? Ja, dann können wir uns auch eben hier hinporten. So. Ich sitze nicht mehr, wenn ihr mir damit auf den Sack geht, kriegt ihr erstmal einen Timeout. Interessant. Ärgert meinen Mod bitte nicht. Da seid ihr schneller weg, als ihr mit so bis 3 zählen könnt. Nein, nein, das war nur einmal. Da muss man damit leben. Es ist noch definitiv sexuelle Belästigung oder Körperbelästigung, jemanden auf den Sack zu gehen. Die Energiesignatur dabei hilft, den Antriebskern zu finden. Der Antriebskern sendet ein einzigartiges Signal, das ich in Reliktech noch nie registriert habe. Dieses Schiff hat enorm viel Energie gelöst. Das ist mal mein Zimmer. Sorry, behalten Sie es im Auge und informieren Sie uns, wenn wir uns nähern. Ich will nicht übers Ziel hinausschießen. Ja, jetzt erstmal ins Ziel. Nein. Kein Loot. Immer dieses schlimme Daniel. Oh, wow. Ich frage mich, warum Daniel nicht antwortet. Geht natürlich schlecht, wenn man einen Timeout hat. Guten Tag. Okay, ein Reliktgewölbe. Bringen wir den Laden zum Laufen. Was auch immer das für eigenartige Geräusche bei sind. Gucken wir mal, was passiert. Okay, wir haben den Strom eingeschaltet. Sie müssen die Konsole finden, um das Reinigungsfeld zu aktivieren, Pathfinder. Was ist denn hier? Sieht aus, als gäbe es bei diesem Interface einen Trick. Wir müssen ihn rauskriegen. Oh Gott. Ene, mene, miste. Es rappelt in der Kiste. Hä? Ist es nicht? Warte mal. Wir haben zwei, die nicht so geil leuchten wie die anderen beiden. Also machen wir die einfach erstmal an. Oh nein! Oh, ich verstehe. Wir müssen alles zum Leuchten bringen. Oh Gott, das kann ja jetzt Ewigkeiten dauern bei mir. Einer mehr auf unserer Seite. Cool, jetzt haben wir alle ausgemacht. Aber wenn ich den jetzt anmache, verstehe den Algorithmus hier hinter nicht. Ich weiß nicht, ich verstehe das nicht, wie das geht. Bin noch nicht gut im Rätseln. Ah, so. Easy. Was ist das denn? Guten Tag. Die Konsole aktiviert das Gewölbe, Pathfinder. Wir müssen zunächst den Reaktor starten und das Reinigungsfeld initialisieren. Diese Konsole. Hä, aber da ist doch noch was unten. Verstehe ich nicht. Hat er am selben Tag Geburtstag wie meine Schwester Isa. Ich hätte fast in der Mimiste es rappelt im Karton erwartet. In der Mimiste es rappelt im Karton. So. Ja, das ignorieren wir einmal mit einem Timeout. Nein, ich ignoriere dich nur, Schuber. Jugend von heute. Kein Respekt mehr. Vielleicht ist er ja deine Schwester oder ihr Zwillingsbruder. Wow, Isa macht das einfach mal so aus Versehen. Ich habe das mehrere Minuten rumprobiert und mein System überlegt. Ja. Das Glück ist halt mit den Dummen. Das weißt du doch. Sie sind nicht zufrieden mit uns. Pathfinder, das könnte aus.
Auswirkungen auf Ihre Flucht aus dem Reinigungsfeld haben. Macht das denn Aua? Hä, aber was ist, wenn ich das wieder anmache? Dann macht das nichts. Dann lassen wir das doch so. Oh Mann, ey. Macht schon Spaß, oder? Nein! Unbekannte. Ja, ja, das ist Unbekannte. Die können wir bestimmt auf dem Rückweg mitnehmen. Hier laufen mehrere Interface-Verbindungen zusammen. Markiere die, die Sie brauchen. Ich werde diese Karte Ihrem Interface hinzufügen, Pathfinder. Bleiben Sie wachsam. Da kommen noch mehr. Der Jump war äußerst calculated. Wir können die Köpfe einziehen oder uns ihnen stellen. Ich möchte diese Interfaces alle hübsch machen. Welches Geschütz? Ich werde irgendwo angeschossen, aber ich sehe zum Verrecken gerade nicht, wo von. Wo. Oh. Ja! Hier ist eine Reliktkonsole. Hier ist ein. Achso, warte mal. Also es wäre jetzt halt der Scherz, wenn das Geschütz. Ja, das ist geil, das Geschütz kämpft für uns. Das finde ich witzig. Aber ich verstehe hier überhaupt nicht, was hier gerade abgeht, wo ich hin muss. Aber das ist normal in so einem Gewölbe. Sie sind einfach riesig, unübersichtlich und verwirrend. Shizu, Hallöchen. Willkommen zurück. Das könnte hässlich werden. Gar nicht weg. Okay. Ich glaube auch, Daniel ist meine Schwester. Ich glaube auch, so wie ihr euch immer streitet. Das war der letzte. Ich weiß nicht, warum ich das hier fokussieren soll. Hier ist auch noch eine Reliktkonsole. Wah! Sieht aus, als gäbe es bei diesem Interface einen Trick. Wir müssen ihn rauskriegen. Okay. Okay, ich glaube, wir brauchen hier ein bisschen mehr Reliktschüssel. Ich kann es nicht lösen. Warum denn nicht? Was sieht der, wenn ich das hier drücke?
Objekte, für die ein Interface existiert, haben Markierungen, Pathfinder. Sie könnten hilfreich sein. Okay, der Hinweis ist nett. Wir drücken einfach mal jede Konsole. Da warst du, Chizu? Ist das deine Schwester? Hallo, ich wohne hier. Oh. Sie müssen irgendwo einen Hinweis hinterlassen haben. Hä? Ich raff's halt gerade nicht, ne? Reliktlicht. Das ist nur Licht, okay. Dieses Gerät dient zur Beleuchtung. Das sieht auch alles gleich aus. Manche haben Licht, manche nicht. Eine Funzel. Ja, aber das ist wirklich eine Funzel, aber die Funzel funzelt nicht. Okay. Okay, es scheint aber mit der hier anzufangen. Das haben wir schon mal rausgefunden. Okay, das ist sie nicht. Geht die Konsole denn wieder hoch? Nein. Die Konsole geht auch nicht wieder hoch. Wir haben jetzt eine Konsole unten. Das ist schön. Ich sollte mir mal merken, welche Konsolen ich schon bedient habe. Danach. Okay. Einen Moment. Also die. Und dann probieren wir das. Ich probiere das jetzt einfach. Das ist jetzt Trial and Error, was ich hier mache. Das ist richtig, aber das verwirrt mich. Okay, 1, 2. Muss ich hier einfach nur noch reihum rumgehen? Das wäre jetzt voller. Okay. Wir haben schon mal die ersten beiden Konsolen. Das ist die dritte Konsole. Ist wahrscheinlich nicht die vierte, ist bestimmt die andere. Nein, das ist die. Keine Ahnung, was mir das bringt, um ehrlich zu sein. Dann haben wir nur noch die Konsole. Sieht aus, als wäre es das gewesen. Pathfinder, diese Energiebarriere wird aufgehoben, wenn Sie das Reinigungsfeld aktivieren. Toll. Den können wir bestimmt auf dem Rückweg mitnehmen. Auf dem Rückweg vor allen Dingen. Die Frage ist jetzt, wie machen wir das hier? Das machen wir jetzt richtig ätzend. Warum können wir das nicht? Kann nicht. Aber... 1, 2, 3, 4. Wir haben nur 4 Symbole. Das heißt, mir fehlt ja 1. Oder? 1, 2, 3, 4, 5. Ach, das ist einfach nur ein schweres Sudoku. Okay, dann probiere ich mich mal an diesem schweren Sudoku. Also, das geht hier runter und das geht hier unten. Dann können wir das ja nur noch hier nutzen. Dann haben wir das hier und hier. Und dann haben. Warte mal. Das ist hier weg. Das ist hier weg und das ist hier weg. Das heißt, wir können das noch hier einsetzen. Nee, warte. Das ist hier weg. Hier weg. Hier weg und hier weg. Also es ist das Mittelstück. Ha, ich bin klug. Sometimes. Somebody. Okay, konzentriere dich, Isa.
Okay, das Symbol geht dann hier. Okay, das blockiert mir hier alles. Das heißt, das kann ja nur noch hier unten hin. Das würde dann auch nicht mehr hier hingehen. Was für eine Maskerade? Ich weiß es auch nicht. Die alte Maskerade. Schuhe der meine Schwester? Bestimmt. Streit. Namen zusammen. Hallöchen, der knusprige Hexer. Sorry, ich wollte dich gar nicht überlesen. Wie geht es dir? Schön, dass du da bist. Ich bin vor allen Dingen total verwirrt. Ja, Brain. The Pinky and the Brain. Ich merke richtig, wie ich keine Lust habe, darüber nachzudenken. Okay, dieses Symbol kann dorthin. Das und das Symbol kann hier hin. Das kann aber nicht dahin. Das kann hier hin. Ja. Konzentriere dich, Isa. Aber ich möchte nicht. Das Symbol kann er nur hier hin. Das bedeutet, das kann er nur hier hin. So. Dann kann das hier nur noch hier hin. So, und das heißt, es kann nur noch hier hin. Genau, und das kann dann nicht mehr dahin. Das heißt, wir haben hier die beiden nur noch, wo das hin könnte. So. Dieses Symbol kommt dann hier oben hin. Das heißt, es bekommt da noch hin. Und da. Aha. Kann man das Y weitermachen? Das Y. Das ist halt doof. Das Y, das kann hier hin. Okay, Y kann hier hin. Y kann dahin. Warte, das Y kann nur noch hier hin. Das heißt, es kann ja nur noch hier unten dahin. Ja, dann kann das Y hier nur noch hier hin. Okay. Ist eigentlich die Mercy Main, by the way, Akami noch ein Thema? Natürlich. Nein, eigentlich ist es Roadhog Main, by the way. Kasse Chips und noch eine Fassbrause. Oh mein Gott. Gönn dir. Aber noch eine Fassbrause? Ist dir das denn nicht zu süß? Wenn du ein ganz süßer bist, Chewie, aber... Ne? Okay, Y ist hier drin. Y ist jetzt auch überall drin, ne? Genau, Y, ach, bis auf da. Da ist noch kein Y drin, aber Y kann nur noch hier hin. Okay, Y ist drin. Cool. Das heißt, wir können jetzt das erste Symbol, das kann dahin. Das kann dann dahin, das kommt dann, es ist das erste Symbol, es kommt dann hier oben hin. Mhm. Dann fehlt hier nur noch ein Symbol. Ich weiß gar nicht, welches das jetzt sein soll. Dieses Symbol. Ha! So. Und am Ende funktioniert das nicht. Dann finde ich das doof. Jo, das stimmt auch soweit. Das kann dann auch hier hin. Dann kommt das eine Symbol, das ich nur eingesetzt habe, hier hin. Das kommt dann auch hier hin. Ich finde es halt echt schwieriger, wenn du das halt ohne Zahlen machst. Weil irgendwann sehen alle Symbole gleich aus. Und das sollte es gewesen sein. Ihr Interface war erfolgreich, Pathfinder. Was brauchst du und süß? Ja. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was das gebracht hat. Oh, diese Konsole. Hier liegt eine hohe Datenkonzentration. Und noch eine Artefaktbox. Die sind hier überall. Hä? Warum kann ich das alles scannen jetzt hier? Datenmuster. Achso, das ist einfach nur ein Datenmuster. Okay, wir haben mal wieder ausnahmsweise mal einen Datenkern gefunden, sonst finde ich die ja nie. Zu viele Konsolen! Ja! Ich weiß. Ich hatte ja gedacht, dass dahinter der Kern liegt. Aber anscheinend nicht. Das Geschütz scheint ja schön weiter am Rumballern sein. Tatsächlich.
gucken jetzt einfach mal, ob wir den Weg gehen können. Oh nein. Wir reißen hier einfach die Straße ein. Wenn sie... Ich bin gar nicht mehr im Raumschiff Iris. Da geht's nicht weiter. Eine Konsole wäre von Nutzen. Blockiert. Möglicherweise befindet sich in der Nähe eine Konsole. Oh. War das jetzt diese Konsole? Jetzt wird aber kein... Ah! Das macht keinen Sinn. Ich werde... Was ist es denn dann? Das ist jetzt eins dieser Gewölbe, wo wir immer drin sind. Bei Assassin's... Ach, bei Mass Effect. Nicht Assassin's Creed. Hier ist übrigens auch noch eine Konsole. Mach ich die jetzt nicht aus? Okay, was merken wir gerade? Ja. Dass wir da noch was zum Scannen.